Meine Damen und Herren, ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal Pokémon Tutorial TV. Heute habt ihr euch ein live kommentiertes Wi-Fi-Battle gewünscht. You heißasa. Und entsprechend werde ich natürlich das Ganze live kommentieren. Ich werde heute gegen ranzige Fetzer kämpfen mit nicht Team 1, sondern mit Team 2. Ich habe so überhaupt keine Ahnung von dem Meta, was aktuell gespielt wird. Ich weiß nur, dass die Viability, also die prinzipiell die Stärke des Teams eigentlich relativ schwach ist, ja. Also ich glaube, alle Pokémon sind B oder B- oder keine Ahnung, also jedenfalls nicht A. Und deswegen, ja, ich habe nur die Pokémon momentan zur Verfügung. Übrigens vielen lieben Dank an die liebe Kiro, die mir das ermöglicht hat. Und ich würde mal sagen, wir beginnen einfach den Kampf. Herrscher-Pokémon. Ja, Herrscher-Pokémon ist toll. Also, tolle Musik. Finde ich persönlich. Ihr könnt natürlich schreiben in die Kommentare, was ihr denn für eine Musik bevorzugt. Ich werde jetzt mir aber erstmal das Team von Ranziger Fettsack aufschreiben. Oh Gott, okay. Okay. Ich schreibe sogar Kiro auf, das ist lustig, ne? Weil Felinara eigentlich immer Kiro ist. Metagross. Wir haben natürlich mit Majesty ein Pokémon, was Prioritätsattacken abwehren kann. Finde ich super, weil sowohl Metagross als auch Arcani können Prioritätsattacken. Ja, das ist natürlich super, wobei Arcanis Flammenblitz das Pokémon wahrscheinlich rösten würde. Gengar, und was haben wir noch? Garados. So, dann machen wir das mal wie standardmäßig. Welches Pokémon kann den Tarnsteinchen auslegen? Was für ein Lied hat der überhaupt? Ich sehe da kein Lied. Gut, Gengar kann theoretisch Tarnsteine auslegen. Aber auch Gewaltro. Eigentlich könnte ich mit X-Bad anfangen, um zu scouten, was... Warte mal, ich könnte doch mit Droix-Bad anfangen, um zu gucken, was er macht. Ich habe doch Kehrtwende. Eigentlich das Beste, was ich tun kann. So. Der Rest ist ja eigentlich Wurst in einem Einzelkampf. Ich habe ja noch Watschel und was weiß ich. Ach, das war das Herrscher-Pokémon. Yay! So, dann gucken wir mal. Er fängt mit Arcani an. Jo, Bedroher senkt meinen Angriff. Ja, dann würde ich mal sagen, verpissen wir uns wieder, so wie ich das sehe, ne? Aber zu was soll ich... Warte mal, zu was soll ich denn wechseln überhaupt? Ich merke schon, das könnte so ein gewisses Problem werden, Arcani. Weil ihr habt nicht wirklich ein Wasser-Pokémon dabei. Ja, und Halteras Verteidigung ist natürlich, schlecht. Wir werden jetzt einfach uns verpissen, so wie ich das beschlossen habe. So. Kann ja eh nichts machen. Gucken wir mal, was Wanchel so ausrichten kann. Ja, was steigt? Yay, der Spezialangriff, sau gut. Stromstoß. Gut zu wissen. Das zieht einiges ab, aber aufgrund eines Volltreffers. Und es ist auch mit Leben-Orb ausgestattet. Er könnte auf Metagross wechseln, um einen Toxin hier zu predikten. Aber er könnte auch drinbleiben und einfach stur auf Flammenblitz drücken. Aber Watschel sollte die Attacke normalerweise tanken. Ich würde einfach mal Genesung einsetzen.
Das wird nicht, denke ich, nicht reichen. Mal gucken, ob es reichen wird. Nö. Aber ich brenne! Warum brenne ich? So, das zieht natürlich einiges beim Gegner ab. So, wir wissen ja, dass der Burn mittlerweile genervt worden ist, also nicht mehr so viel abzieht. Wir können jetzt einfach stur auf Genesung bleiben und Arcani einfach langsam aber sicher aus dem Spiel nehmen. Er sollte also allmählich zurückrufen. Und er ruft wahrscheinlich auf Metagross. Welch Wunder, ich gehe aber auf Genesung. So. Metagross ist ja meistens ein Pokémon, was Schwächenschutz trägt. So, Vangel ist halt derweil jetzt fast wieder auf Full KP. Was könnte ich dagegen einsetzen? Das ist schlecht. Ich habe auch nichts wirklich gegen Metagross in der Hand. Ich merke, Arcani und Metagross sind so die beiden Pokémon, wo ich Probleme habe. Einfach, weil ich kein Wasser-Pokémon dabei habe. Und ich sollte nächstes Mal Wasser-Pokémon mitnehmen. Wie viel Verteidigung hat das Pokémon? Das Pokémon hat... Bericht. Das Pokémon hat eine Short-Verteidigung, so wie ich das sehe. Reduziert die Stärke von sehr effektiven Attacken und verringert dabei den Schaden, den das Pokémon durch sie erleidet. Was mache ich denn jetzt? Wie viel Zeit habe ich noch? 45 Sekunden? Ach Gott, da kann ich ja noch nachdenken, bis der Arzt kommt. Nein, Spaß, aber jetzt mal ohne Scheiß, was soll ich machen? Mir fehlt irgendwie so das Marmolida, auf das ich irgendwie wechseln könnte. Ich habe kein Marmolida. Das erklärt auch, warum ich es nicht im Team habe. Mist, das ist schlecht. Tja, und was machst du jetzt? Ich könnte natürlich Hagelalarm erzeugen, aber das ist ja auch dämlich. Ich hab echt gar nichts, ne? Tja. Ja, ich musste jetzt zurück... Rückrufen, okay. Als ob. Mist, ich hätte einfach auf Tripletter gehen sollen. Ist das jetzt gut? Ich habe im letzten Moment übrigens hier zurückgerufen. Ihr habt doch einen Walschall bei dem Pokémon, ne? Ich meine, Majesty trägt den Walschall. Und das kann ich ja gar nicht sehen. Tatsächlich, ja, es trägt den Walschal. Also das heißt, ich kann mich eigentlich wieder rauskehrt wenden. Und ich könnte eigentlich sogar auf Volona gehen, um den Hagelsturm zu erzeugen. Das klingt gut, weil Gefriertrockner ist nämlich sehr effektiv. Ja, das werden wir machen. Wir werden auf Kampfkehrtwende einsetzen. So, und es wird wahrscheinlich auf eine Eisattacke gehen und das Einzige, was eine Eisattacke resistet, also was Eispokémon überhaupt resisten, ist Eis. Und deswegen gehen wir jetzt auf ein Eis-Pokémon. So. Und das heißt, wir machen jetzt erstmal Hagelalarm. Yeah! Rutsch, das ist nicht effektiv. So, Gyarados kriegt jetzt hier Hagel-Damage. Und das ist sehr schön. Wir können eigentlich mal... Na, ja, wir können eigentlich mal einen Gefriertrockner einsetzen. Wir können ja mal gucken. Wir haben ja Zeit. Selbst wenn er auf Metagross zurückrufen sollte, kriegt er ja immer noch den Hagelschaden. Das haben wir schon clever gemacht. Das ist das einzige Pokémon, was Eisattacken resistet. Ja, jetzt ruft er zurück. Er wird Metagross nehmen. Gengar. Ah, Mist. Jetzt hätte ich so gut auf Psyshock gehen können.
ganz bitter hier an der Stelle. Ganz, ganz bitter hier an der Stelle. Zwar kann ich keinen Gefriertrockner mehr verwenden, aber Gengar ist eingefroren und kann somit nichts mehr machen. Aber sehr riskanter Play hier an der Stelle vom Gegner. Ich werde jetzt einfach auf Psyshock drücken. Nein! Nein, im ersten Turn! Ja, Volona! Oh Gott! So, damit haben wir Gengar aus dem Spiel. Das war ja ein bitterer Zug hier an der Stelle. Volona geht nicht aus dem Spiel. Und der Gegner fragt sich, was für eine Scheiße ich hier abziehe und mit Volona drin bleibe. So, eigentlich. Der will mich doch hier mit Turbo-Tempo finishen, oder? Ach komm, wir machen jetzt hier einfach einen Doppelwechsel. Ich meine, ich kann mich nicht mehr als blamieren. Ich kann jetzt Majesty hier mal in den Kampf rufen. Das heißt, mit Majestät wird ja dann normalerweise Turbo-Tempo blockiert, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen hier eine weitere Runde Hagelschaden hin. Ich habe ja gesagt, das ist so das, was ich machen kann. So, und dann können wir jetzt hier einen Doppelwechsel auf unser Watschel machen, um unseren Spezialangriff wieder zu erhöhen durch Download. Er hat ja hier keine Wahl, außer wieder zurückzurufen. Den Hagelalarm können wir nämlich noch gut gebrauchen, um Arcani weiter runterzubekommen. Und Leben Orb ist halt auch eine Sache für sich jetzt. Also Arcani verliert viel KP durch seine Attacken. Ja, er wird hier natürlich entsprechend, denke ich mal, auf einen Flammenblitz gehen. So. So, dann lass mich mal meinen Spezialangriff erhöhen. Flammenblitz. Jo, dann tu es. Boom. Sieht doch einiges mehr ab, als ich gedacht habe. Es hört auf zu hageln, ist natürlich schlecht. Das könnte knapp werden mit Genesung, aber ich habe auch keine wirkliche andere Wahl, als jetzt hier noch drin zu bleiben und auf Genesung zu drücken. Was wird unser Gegner tun? Arcani zurückrufen? Ja. Vielleicht hätte man hier einfach mal riskieren sollen. Ich hab gegen Metagross halt leider nicht so wirklich was in der Hand, ne? Stimmt, das war doch... Das war's halt... Was hatte ich gegen Metagross nochmal? Hier... Dark Knight... habe ich eingesetzt. Nee, ich habe Majesty eingesetzt gegen Metagross. Er hat ja einen Double Switch irgendwie gemacht. Könnt ja einfach mal auf Triple gehen und gucken, was er macht. Sein Kopfstoß, das ist interessant. Ich kann jetzt einfach mal auf Hex hoffen, Paralyse, gefroren oder sowas. Nö. Nö, heute nicht. Heute habe ich dazu keine Lust, denkt sich. Aber dadurch sinkt ja die Initiative. So, das heißt, er hat zwei Attacken, die nicht sehr effektiv auf Psycho-Pokémon sind. Und das werden wir jetzt ausnutzen, weil seine Initiative ist ja gesunken. Das heißt, wir werden jetzt einmal auf Necrozma wechseln und dann Finsteraura drücken. Oder wir krippeln sein Arcani raus. Oh, das war übrigens sehr gut predicted. Er hat hier aber Pech. Er könnte natürlich auch Kiro reinrufen, aber ich mache jetzt einfach mal Tarnsteine. Warum nicht? Ja. Ja. Garados kommt rein. Interessanterweise. Gut, ich habe ja Spezialangriff. So, da haben wir die Hazards schon mal draußen, das ist schön.
Das ist ja schön. Das ist ja schön. So, und was machen wir jetzt? Gratos hat doch vorher mit dem Eiszahn angegriffen. Da haben wir Volona reingerufen. Das funktioniert jetzt leider aber nicht mehr so. Ich könnte es natürlich aufopfern. Brauche ich Volona noch in diesem Match, stellt sich mir die Frage. Gegen Gyarados bräuchte ich es eigentlich. Was will ich denn sonst gegen Gyarados ausrichten? Ist halt auch immer so die Frage, was kann denn Gyarados gegen Dark Knight ausrichten? Wahrscheinlich Knirscher, würde ich jetzt einfach mal tippen. Weil ansonsten hätte er es jetzt nicht reingerufen. Aber gegen sehr effektive Attacken hat ja Nekwozma auch seine... Genau. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal Prisma-Laser drücken. Na? Jo. Das reicht, um Gyarados zu besiegen. Bloß ich weiß nicht, ob ich nach Prisma-Laser auch überhaupt angreifen darf, aber das werden wir jetzt herausfinden, weil ich habe Prisma-Laser noch nie gespielt. I don't know. Felinara, das wird wahrscheinlich Gedankengut einsetzen, oder? Ja, das kriegt erstmal Tarnsteine-Damage. Ich muss mich aufladen! Ich muss mich aufladen, nein! Spukball. Stopp! So. Das heißt, sie wird einen Spukball verwenden. Metagross ist ja noch im Spiel. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ist es jetzt ein... Ja, ich werde einfach zurückrufen, komm. Wenn es ein Felinara mit Vitalglocke ist, werden wir es sicherlich merken. So. Na, gucken wir mal, was er macht. Angriff steigt jetzt wahrscheinlich, ja. Ein doppelter Switch-Out auf Arcani. Ja, gut. Er opfert Arcani im Prinzip auf. Wir haben ja die Tarnsteine draußen. Jetzt hat er noch Gewaldro, Kiro und Metagross. Also wir sind eigentlich gut dabei, den Kampf, glaube ich, zu gewinnen, wenn ich das so interpretieren darf. Auch wenn so unsere Pokémon schon ein paar angeschlagen sind. Varchil brennt vor sich hin. Nekwozma hat wenig KP. Auch Volona ist nicht mit wirklich viel KP dabei. Okay, wenn er Felinara reinruft, heißt das, er will sich auf jeden Fall boosten. Wir müssen jetzt hier auf Toxin gehen, um das natürlich weiter zu verhindern. Oh mein Gott, das Ding kann Hyperstrahl! Hilfe! Wow! Fuck, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Okay. Ja, das heißt, wir haben einen Free Turn, den werde ich jetzt auch nutzen. Er kann nicht zurückrufen und auch nicht meinem Gift ausweichen. Mit Vergnügen werde ich dich jetzt schwer vergiften. So, Felinara ist jetzt vergiftet. Und er kann eigentlich nur Gewaldro und Metagross reinrufen, das heißt, wir machen Geowurf. Hytera hat eine enorme Spezialdefensive. Und das heißt, er muss zurückrufen oder, ja, keine Ahnung, was er dann sonst machen will. Ich werde jetzt einfach Geowurf drücken. Es zieht 50 KP beim gegnerischen Pokémon ab. Wir nehmen es dankend an. Also mit Hyperstrahl habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet von Kiro. Ja, du weißt schon, dass ich Spezialverteidigung auf Doom habe. Das reicht nicht. Boom. So, wir haben natürlich auch noch Leftovers.
So. Es kann sich ja durch den Angriff nicht bewegen, ne? Velenara kann sich aufgrund des Rückstoßes nicht bewegen. So, und dann nochmal Geowurf. Tschüss, Velenara. Es war nett mit dir. So, dann sind noch zwei Pokémon übrig. Gewaldro und Metagross. Ich würde mich jetzt für Metagross entscheiden, wenn ich er wäre. Geht hier aber auf Gewaldro. Warum? Why you do this? Soll ich einfach nur... Komm, ich kann eigentlich Volona... Ich kann Volona opfern, oder? Hat das viel Initiative? Ich kenne mich mit Volona so überhaupt nicht aus. 177. Und als Vergleich, was hat denn hier unser... Okay, so wenig. Hä? Und das Pokémon hat wie viel? Volona hat, ist ja sauschnell. Wusste ich ja gar nicht. Eigentlich kann ich mit Volona hier super was machen. Ja, ich würde mal sagen, wir tauschen auf X-Band und predikten eine Laubklinge oder sowas. Warum nicht? War das Verfolgung? Das war Verfolgung. Das war natürlich clever as hell. Was? Das trägt ja schon... ich will immer noch auf X-Band, oder? Will ich noch auf X-Band? Nö, ich will auf... Hier auf... Ich hätte einfach drin bleiben sollen. Wie doof ist das denn? Ich wusste gar nicht mal, dass es... ja, dass es in der Lage ist... Ja, entsprechend sowas zu tun. Ach, das ist doch doof. Ist doch alles doof. Mach mal Blizzard. Blizzard them all. Dün, 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 dün. Komm schon. Ich muss doch mit 4 Pokémon irgendwie 2 Pokémon besiegen können. Oder nicht? Vielleicht klappt's ja auch noch irgendwie und er macht hier voll die 360-Grad-Drehung in dem Match. Könnte ja sein. So viel KP haben meine Pokémon nicht. Volona ist hier mit 17 im Spiel. Necrozma hat auch nicht wirklich viel. Ich habe eigentlich nur noch Frubal, heißt das, glaube ich. Und hier Porygon hat sie ja raus, hat er ja rausgehyperstrahlt hier. Dings habe ich noch. X-Bad. Treux-Bad. X-Bad hat die mir ja auch immer treue Dienste erwiesen. Er opfert's. Ja. Das ist, ja, hart. Soll ich einen Patroni predikten? Eigentlich ist es dämlich, ja, aber... Ist es dämlich, einen Patronenhieb jetzt zu predikten? Warum nicht? Komm, ich meine, mehr als das Match verlieren kann ich eh nicht. Komm, du machst Patronenhieb. Ich weiß, you do it. You do it, komm. Patronenhieb. Ich habe immer noch Majestät. So. Natürlich kriege ich jetzt hier einmal Hagelschaden. Das sollte jetzt aber nicht so viel sein. Metagross wird es... da etwas härter treffen. Wir haben einen Tonkick. Den werde ich auch einsetzen. Bitte triff. Ich hasse das, wenn Tonkick daneben geht. Tonkick! Boom! Zen-Kopfstoß. So, jetzt gibt es hier noch einmal Hageschaden. Und falls ein Tonkick nicht daneben gehen sollte, haben wir das Match für uns entschieden. So wenig ich das richtig interpretiere. Meine Stimme nicht gleich weggeht. Wie gesagt, Patronenhieb funktioniert nicht. Und Turbo-Tempo hat ja vorher auch nicht funktioniert. Da kommt der zweite Turmkick. Und das war's. Metagross K.O. Wir haben gewonnen.
Meine Güte, und meine Stimme ist weg. Warum das denn? 4 Pokémon hatte ich noch übrig. Und auch ziemliche Predicts gemacht mit seinem Turbo-Tempo und Hagel. Oder mit seinem Turbo-Tempo und mit seinem Patronenhieb. Komm, das speichern wir jetzt mal ab. Deswegen ist das Pokémon auch, denke ich, so gut. Nee, ich will es nicht nochmal spielen. Aber zusammenfassend lässt sich sagen, mir hat ein Wasser-Pokémon in dem Team gefehlt. Aber ich habe das doch relativ gut gedeichselt, da irgendwie dann die ganze Zeit die Sachen zu predikten. Ja, so sprich Turbo-Tempo und Patronenhieb. Ja, und damit konnte ich dann letzten Endes sein Team langsam aber sicher, ich würde fast sagen, ausstallen. Ja, das war so ein richtiges Stall-Battle gewesen, ja, so Porygon und Hytera, ja, aber jo, was willst du da machen, ne, wenn da Patronenhieb und Turbo-Tempo, aber es war arg obvious gewesen und hab gedacht, komm, da musst du jetzt einfach mal halt probieren, aber ich muss euch auch ehrlich gesagt gestehen, vom Meta, so aus Sonne und Mond, habe ich nicht so viel Ahnung wie vorher in Oras und ja, deswegen, ich war auch gespannt, wie der Kampf ausgeht. Gut, dass ich jetzt 4-0 gewonnen habe. Hätte genauso gut andersherum ausgehen können. Aber jo, ihr wolltet ein live kommentiertes Wi-Fi-Battle. Hier habt ihr es. Ich hoffe, ihr hattet Gefallen dran. Wenn ja, liken, hypen hier an der Stelle nicht vergessen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr mich natürlich gerne auch mittels des Abonnieren-Buttons abonnieren. So, jetzt bin ich aber auch jetzt hier erstmal an der Stelle weg und sage bis dann, Servus und ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Tschüss.